Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Verlorsche Zock-Kanal zu einer weiteren Folge EA Sports FC. Und wir werden heute das erste Finale der Serie erleben. Gegen Manchester City im Carabao Cup. Es wird das Finalgame sein, aber bevor wir uns darauf konzentrieren, gehen wir erstmal rein in der Liga gegen Luton Town, denn auch das ist für uns ein wichtiges Duell, um nach wie vor hier im Meisterschaftskampf irgendwie mit dabei zu sein oder zumindest nach wie vor unseren vierten Platz zu behaupten. Das ist natürlich das allererste Ziel, dass wir da irgendwann sagen können, ey, relativ sicher haben wir diese Position 4 hier, denn Arsenal jagt uns. Arsenal ist auf Lauerstellung, die wollen unbedingt natürlich in die Champions League einziehen und werden alles daran setzen, uns irgendwie noch einzuholen. Dementsprechend gehen wir rein gegen Luton Town, gucken uns einmal hier an. Zuletzt die Form, 3 Niederlagen, aber auch 2 Siege. Wichtigste Spieler sind Manji und natürlich Morris. Hier haben wir die Aufstellung von Luton Town mit Kaminski im Tor. Gendrey, Chiarodia, Manji, Lokaya, Doherty in einer Fünferkette. Und wir hatten zuletzt oft Probleme mit einer Fünferkette. Hier dann Seiwald und Barkley im starken Mittelfeld, Townsend und Karabek auf Außen und Carlton Morris ganz vorne im 5-2-3-System. Bei Manchester United haben wir Onana im Tor, Dalot, Johnny Evans, Lisandro Martinez und Luke Shaw in der Viererkette, Maino, Gergoyev, Mount, Fernandes und Garnacho im Mittelfeld und Ivan Toney ganz vorne im 4-2-3-1-System. Johnny Evans, mal den Ball nach vorne. Ivan Toney setzt sich stark durch und jetzt hier Ivan Toney mit der Chance. Ivan Toney macht ihn rein und das ist wichtig für United. Das ist ganz wichtig, weil sie sich zuletzt mit einer Fünferkette beim Gegner sehr, sehr schwer getan haben, gerade wenn dieser Gegner richtig tief stand. Und jetzt kann hier Ivan Toney nach der Vorlage von Johnny Evans hier direkt treffen nach 6 Minuten. Und damit sollte sich das Problem erledigt haben. United muss kein übermäßiges Risiko eingehen. Luton Town ihrerseits können sich aber nicht komplett einigeln, wie es beispielsweise Preston North End oder die Wolves gemacht haben, womit United eben diese großen Probleme hatten. Ganz im Gegenteil, Luton Town muss natürlich jetzt eigene Akzente setzen, um hier irgendwie den Ausgleich irgendwann zu schaffen. Aber Ivan Toney bringt hier erstmal United auf die Siegerstraße. Es steht 1-0 für die Gäste, für die Red Devils. Seiwald, aber der Ball ist abgefangen von Maino. Und der hat direkt den Gang nach vorne eingestaltet, Maino. Und Mainos passt es gut. Jetzt haben wir Ivan Toney schiebt den dann nicht vorbei. Aber Bruno Fernandes kann den nicht reinmachen. Ich wollte gerade sagen, er setzt nach und macht ihn rein. Aber er köpft ihn tatsächlich nicht rein. Das Tor ist leer. Wow, Bruno Fernandes lässt eine dicke Chance hier liegen. Das hätte das 2-0 sein müssen. Nicht nur können, sondern müssen. Und jetzt hier, ach, der Ball wieder bei United. Luke Shaw. Ah, der hohe Ball. Mit diesen hohen Bällen hat Luton Town Probleme. Und Mount gibt den super ab. Ivan Toney nimmt den super mit. Und das ist stark gemacht von United. Dann erziehen sie halt kurz danach das 2-0. Kein Problem, Ivan Toney Doppelpack. Aber mit den hohen Bällen hat Luton Town Probleme. Die kriegen es nicht hin, United da zu stellen oder irgendwie zu stoppen. Mason Mount wirklich mit einer wahnsinnig guten Vorlage, ganz fein gemacht mit seiner Hacke. Und Ivan Toney hier mit einem richtig guten Abschluss. Ja, in entgegengesetzter Laufrichtung des Keepers. Der hat ja gar keine Chance. Also da kannst du gar nichts machen. 2-0. Das sieht nach einem souveränen Sieg aus hier für den Favoriten aus Manchester. Oh, das war Handspiel. Nein, sagt der Ref. Interessant. Und jetzt haben sie da mal ein bisschen Platz. Morris mit dem Lupfer. Der ist schlecht. Der ist ganz schlecht von Carlton Morris. Also da war deutlich mehr drin. Onana hat ihn aber sehr verunsichern können mit seinem Rauskommen. Und dementsprechend die beste Chance für Luton Town einfach verpufft. Carbeck. Na? Jetzt hier im Strafraum. Johnny Evans klärt das nicht schlecht an den Pfosten aber. An dem Pfosten, also aus einer eigentlich unmöglichen Situation machen sie noch was richtig Gefährliches. Und Ivan Toney und natürlich der hohe Ball. Kann der Konter klappen? Na, Bruno Fernandes setzt nach. Na, klappt nicht. Lokaya kann den erstmal klären. Und jetzt vielleicht Luton Town ihrerseits wieder. Ja, Carlton Morris. Also die Partie ist durchaus ihre wilden Phasen. Und das ist die große Chance für Carlton Morris. Carlton Morris, jetzt hier Morris, der Lupfer dieses Mal. Und dieses Mal ist der drinne. Also am Ende der ersten Halbzeit schafft es hier Luton Town doch noch zu treffen. In dieser wilden Phase, wo es ein bisschen hin und her geht, kann hier die Auswärtsmannschaft, sage ich schon, sorry, kann hier der Außenseiter
auf jeden Fall treffen. Onana kam da raus. Ja, hat es wieder riskiert. Dieses Mal nutzt es Morris. Und es steht 2-1. Das macht die Partie wieder interessanter. Bruno Fernandes. Und Bruno Fernandes, der passt es gut auf Garnacho. Garnacho mit der Flanke, die kommt nicht an, weil Mendy den abfangen kann. Gut gemacht vom Luton-Verteidiger. Garnacho setzt nach. Na, war Foulspiel. Ross Barkley hält den Ball erstmal, gibt den ab auf Seiwald. Der Österreicher jetzt hier, Seiwald. Seiwald macht das überragend, hält den Ball stark. Gute Aktion von Seiwald, jetzt hier Ross Barkley. Ross Barkley, das ist nicht ungefährlich. Ross Barkley hält den Ball, hält den ewig lange. Was jetzt? Aber Lisandro Martinez kriegt das irgendwie geklärt. Bruno Fernandes. Jetzt haben wir Ivan Toney. Ivan Toney, nee, verliert den wieder. Also Luton Towns Druck wird immer größer. Auch der Ball ist nicht schlecht. Maino kann den abfangen erstmal. Maino ist immer noch da. Weiter in Luton Town. Die zeigen hier wirklich Courage. Die machen das gut. Der Pass ist aber abgefangen von Dalot. Freistoßmöglichkeit für Luton Town mit Townsend jetzt hier. Das könnte interessant werden. Townsend. Townsend springt drüber. Sie legen den Ball ab. Und United riecht das aber... Oh, der war nicht perfekt im ersten Moment. Ne? Und jetzt ist hier ein bisschen Verwirrung. Kabeck, Kabeck, das ist die Möglichkeit. Der ist drinnen ins kurze Eck. Was ist denn mit dir los, André Onana? Onana lässt den Ball ins kurze Eck rein. Ah, das ist nicht gut. Also hier nach dem Freistoß nutzte sie so ein bisschen die Unorganisiertheit bei United. Ja, und Onana, klar, der Schuss ist echt gut. Also der Schuss war, aber nee, das Eck ist gut bewacht. Da musst du ran. Sorry, da musst du ran, Onana. Auch wenn der Schuss echt gut war. Wir stehen jetzt auf komplette Offensive. Wir dürfen hier keine Punkte verlieren. Also das wäre schon ein herber Verlust, wenn wir hier gegen Luton Town nicht gewinnen würden. Garnacho. Garnacho jetzt hier. Oh, Garnacho hat Platz. Garnacho hat Platz. Wenn der Ball jetzt auf Toney kommt. Der Ball kommt, der nimmt den Volley. Kaminski hält den. Kaminski hält den. Und es gibt hier nochmal einen Wechsel. Townsend raus. Dafür kommt Ramsey rein. Die Ecke. Kurz gespielt. Anthony. Anthony auf Bruno Fernandes. Der wirft ihn da rein. Klappt nicht ganz. Dalot. Gibt den nochmal komplett rüber. Anthony. Anthony hat natürlich den linken. Anthony wird gefoult. Klares Foulspiel gegen Anthony. Klares Ding. Cambore hier mit der gelben. Nochmal eine Chance. Bruno Fernandes unter anderem. Und jetzt hier der Ball. Der kommt da rein, der kommt da rein, der kommt da rein, kommt aber nicht an. Und auch nochmal Anthony wirft ihn da auch nochmal rein, aber das ist nicht gut. Das ist nicht gut gemacht. Jetzt Karabek. Und der spielt den dort und wir sind natürlich sehr aufgerückt jetzt hier. Aber wir haben den Ball nochmal. Das hätte gefährlich werden können. McTominay. McTominay. McTominays Pass ist gut und der ist auch nicht schlecht. Anthony, da ist jemand im Zentrum. Kaminski ist dazwischen. Kaminski rettet hier gerade Luton Town. Dalot. Dalot nochmal. Dalot mit einem guten Antritt. Dalot. Oh, was machst du denn da? Aber holt er sich den wieder? Nein, holt er sich nicht. Dalot. Was war das denn? Ah, das sind Spiele, die musst du gewinnen. Luton Town erkämpft sich hier am Ende das Unentschieden. Wir verlieren 2 Punkte, so kann man es sagen. Es wird ganz interessant, was vor allen Dingen Arsenal gemacht hat. Das wird richtig interessant. Wir spielen leider zu oft unentschieden zuletzt in der Liga. Ja, Scouting-Bericht etc. gerade alles nicht so wichtig. Wir gucken erstmal in der Liga. Arsenal ist dran. Arsenal ist dran, was hatten die gespielt? Zuletzt haben sie, ja, die haben gewonnen. Gut ist, dass Aston Villa nicht gewonnen hat, damit rennen sie nicht davon. Aber die Meisterschaft, ich habe es ja schon in der letzten oder vorletzten Folge gesagt, Meisterschaft wird schon super, super schwer. Und man muss es auch ganz klar so sagen jetzt hier. Also Liverpool und Chelsea und City werden es wahrscheinlich unter sich ausmachen. Wir kämpfen ja um Top 3, Top 4. Ja, auch die Spurs, die schielen da noch drauf. Wobei 10 Punkte ist schon viel. Aber 4 Punkte zu Arsenal ist überhaupt nicht viel. Wenn wir auch mal kurz gucken. Zuletzt in der Liga unentschieden, Niederlage dann mal gewonnen gehabt. Davor wieder unentschieden. Da ein Sieg, dann hatten wir in der Liga ein paar Niederlagen unentschieden. Also in der Liga strugglen wir immer mehr, muss man sagen. Da strugglen wir leider immer mehr und mehr. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Was wir aber wollen, ist hier den Carabao Cup gewinnen. Wir gucken uns mal den Finalweg von beiden Teams an. War man schon in der zweiten Runde aktiv? Nein, aber ab Runde 3, da sehen wir. Wir haben die Wolves 2-0 rausgehauen.
und Manchester City hat gegen Peterborough 2-1 gewonnen. Runde 4, City souverän 2-0 gegen Huddersfield. Wir hatten uns gegen Leicester 2-0 durchgesetzt. Im Viertelfinale hatte es City mit Brighton zu tun. 3-1 Sieg, wir 1-0 gegen Aston Villa. Halbfinale hatten wir dann hier nach Hin- und Rückspiel 5-1 Arsenal besiegt, nach diesem wahnsinnigen Ergebnis. Und City ist mit 3-2 weiter, wobei sie auch das Spiel gegen die Spurs verloren hatten, das Rückspiel. Also das war nicht ganz so souverän. Und jetzt haben wir eben das Manchester Derby im Carabao Cup Finale. Wer wird den Titel holen? Ist es der erste Titel in der Veloce-Ära für United? Oder gewinnt Pep Guardiola einen weiteren Titel in seiner unglaublichen Trophäensammlung? Wir werden es gleich herausfinden. Die Form bei City ist nahezu perfekt. Letzte 5 Spiele, 4 Siege, lediglich ein Unentschieden. Hier haben wir die Aufstellung von Manchester United mit Bayindi im Tor. Der Pokalkeeper von United darf auch im Finale natürlich das Spiel bestreiten. Dalot, Maguire, Martinez und Shaw in der Viererkette. Dann Maino, Anthony, Matt O'Reilly, Garnacho und die dicke Überraschung in der Aufstellung von United. Kein Bruno Fernandes im ZOM, sondern Can Uzun kriegt die Chance seines bisherigen jungen Lebens hier oder seiner jungen Fußballkarriere, sagen wir es so. Er darf von Anfang an ran hier im Finale. Und ganz vorne dann Ivan Toney im 4-2-3-1-System gegen ein unglaubliches Manchester City-Team mit Ederson im Tor. Rico Lewis, Ruben Dias, Manuel Akanji und Quincy Hartmann in der Viererkette. De Bruyne, Kovacic und Alvarez im Mittelfeld. Doku, Foden auf Außen, Haaland ganz vorne. Offensives 4-3-3-System. Citys Mannschaft ist einfach der Wahnsinn. Wir gucken, wie dieses Manchester Derby um den Carabao Cup ausgehen wird. Luke Shaw mit dem Ball hier auf Anthony. Anthony Schuss. Ja, er probiert's mal. Er zeigt sich, sagt schon mal Hallo hier im Finale, denkt sich, komm, einmal aus der Distanz kann man es ja versuchen. Aber das war natürlich kein Problem für Ederson im Tor von Man City. Doku, könnt ihr ihn weitergeben auf Erling Haaland, der mit der Möglichkeit, aber der ist nicht drin. Ja, Citys erste ganz, ganz große Chance. Sie sind hier auch der Favorit. Aber gut, das sah im ersten Moment gefährlicher aus, als es war. In Live-Geschwindigkeit hier in der Wiederholung sieht man dann doch eine richtige Gefahr. Bei den schwachen Abschluss bestand dann doch nicht für United. Kevin De Bruyne. City mit sehr viel Ballbesitz in dieser Phase, aber Uzun macht das super. Starker Ballgewinn von Can Uzun. Can Uzun, und das ist ein guter Pass auf Garnacho. Das hat er stark gemacht hier jetzt. Garnacho stoppt da ein bisschen ab. Ja, will so ein bisschen das Tempo erstmal rausnehmen. Garnacho spielt den weiter auf Matt O'Reilly. Und Matt O'Reillys Pass ist sehr gut. Toney mit dem Lupfer, der ist drinne. Ivan Toney mit dem Treffer, 23. Minute in diesem Manchester Derby im Carabao Cup. Und Ivan Toney mit dem 1-0 für die Red Devils. Wir gehen hier in Führung, Leute. Können wir den ersten Titel in EA Sports FC überhaupt für mich holen? Ich habe bisher noch keinen Titel geholt. Und das wäre auch der erste Titel dementsprechend natürlich auch hier der Serie. Das wäre es natürlich. Endlich mal irgendwas in der Hand halten nach all den Monaten Spielzeit hier. Endlich mal einen Titel holen. Ivan Toney könnte es hier möglich machen. Ivan Toney könnte es möglich machen. 23. Minute, es ist sein zweiter Treffer in der dritten Partie hier im Carabao Cup. Manchester United geht in Führung. Kevin De Bruyne, Matt O'Reilly's Grätsche dort. Julian Alvarez. Ja, der war nicht schlecht. Jetzt hier Doku, das ist gefährlich. Und da ist Erling Haaland. Der Typ ist eiskalt. Manchester City kontert hier United. Doku über die rechte Seite, spielt den Ball auf Erling Haaland. Und der ist halt eiskalt hier. Der Pass von Alvarez auf Doku. Haaland hat da ein bisschen zu viel Platz. Und ja, One Touch. Einfach rein das Ding hämmern. Oder was ist Hermann einfach platziert, reingeschossen. Bayinde, der im Pokal schon einige dicke Dinger gehalten hat, hat hier keinerlei Abwehrchance. Haaland kontert hier Toney 1-1. Jetzt über die linke Seite, Phil Foden. Bisher wenig von ihm zu sehen. Das ist aber ein guter Pass. Kovacic, der Pass auf Haaland. Haaland, Maguire stoppt ihn erstmal. Ja, gut gemacht von Harry Maguire. Bayinde lässt das Spiel hier kurz. Garnacho, Matt O'Reilly hier. Matt O'Reilly wird von so vielen Spielern immer wieder attackiert, aber kann den Ball halten und der Pass ist Weltklasse. Ein Weltklasse-Pass und jetzt hier Garnacho. Macht das gut, spielt den ab. Der Schuss, nein, abgewehrt. Garnacho gibt ihn nochmal rein, das klappt leider nicht. Ah, etwas zu kompliziert alles, aber Matt O'Reilly, was für ein Einsatz. Und jetzt hier Garnacho. Der Ball auf Uzun ist auch zu kompliziert gespielt, aber es gibt Handspiel.
Es gibt Handspiel, Leute. Und jetzt hier vielleicht die Möglichkeit für Matt O'Reilly. Kann Usum Freistöße? Ja, wieso nicht? Er ist Rechtsfuß. Can Usum beim Freistoß. Can Usum, sein Freistoß wird abgewehrt. Der wird abgewehrt und der Pass zu ihm ist auch schwach. Erling Haaland. Haaland hält den Ball und da ist dann Matt O'Reilly, der gefällt mir. Matt O'Reilly macht bisher ein wahnsinnig gutes Spiel, muss man sagen. Tony, was für eine Grätsche von Kovacic. Und jetzt hier City mit dem Konter oder was? City jetzt hier mit der Möglichkeit. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne gibt den ab auf Alvarez. Der Pass ist überragend. Der Pass ist überragend. Und Erling Haaland mit dem 2-1. Erling Haaland hier mit dem 2-1. City dreht die Partie. Und es ist natürlich der unglaubliche Norweger. Einer der besten Top-Torjäger, ja, in der Fußballgeschichte. Das kann man jetzt schon sagen, in so jungen Jahren. Dass es sich abzeichnet, dass er irgendwann einer der allergrößten gewesen ist. Oder gerade auf dem Weg ist, einer der größten zu werden. Haaland auch hier. Nimmt den an, zieht direkt ab. Bei Indien versucht noch was zu verhindern, was nicht mehr zu verhindern ist. Haaland, Doppelpack, bringt City hier in Führung. Und United muss jetzt zeigen, dass sie in großen Spielen auch mit solchen Situationen klarkommen können. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Usuns Einsatz, aber kommt da nicht an den Ball. Garnacho, was für ein Einsatz von Garnacho und Luke Shaw. Er versucht den Konter einzuleiten, hat da nicht viele Anspielmöglichkeiten. Jetzt aber Garnacho. Garnacho hält den. Und jetzt der hohe Ball auf Ivan Toney. Nimmt er den gut mit? Ja, macht er nicht schlecht. Ivan Toney. Ivan Toney, kann er den abspielen? Oh, das klappt nicht. Aber Can Usun hat den. Can Usun hat den. Ist halt die Frage, was macht er draus? Usun hat den Ball jetzt erstmal. Gibt den gut ab hier auf Maino. Maino spielt den auf Matt O'Reilly. Das ist die große Chance, wie Matt O'Reilly den dann nicht macht. Um Diasch. Oh, der Pass war nicht ganz ungefährlich. Aber Kevin De Bruyne hat den. Und City jetzt hier mit einem gefährlichen Angriff. Erling Haaland könnte da jetzt sich wieder freilaufen. Alvarez. Alvarez ist auch nicht ganz ungefährlich. Alvarez ist auch nicht ganz ungefährlich und macht ihn rein. 3-1. Das ist hier vielleicht der Todesstoß. Ja, Mann. Er macht ihn rein. Er macht ihn rein. 3-1. Das ist hier vielleicht der Todesstoß von City. Wir werden jetzt gleich auf sehr offensiv gehen. Damit werden wir hinten noch anfälliger. Aber wir müssen es versuchen. Der Abschluss war halt 1A. Der Abschluss hier mit seinem Linken war 1A. Auch hier bei Yindir kaum irgendwelche Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Ball segelt da an ihm vorbei. Es ist halt die unglaubliche Qualität von, ja, entsprechend von City. Usun raus, Fernandes rein, Rashford wie Garnacho. Wir gehen auf volle Offensive und gucken, was geht. Quincy Hartmann, Fernandes mit dem richtigen Einsatz. So muss das aussehen. Und jetzt hier Anthony. Vielleicht kann United ja nochmal was zeigen. Anthony jetzt hier. Aber die Unterstützung im Zentrum muss schneller da sein. Anthony hier. Anthony, muss er da irgendwas alleine schaffen? Oder ist Anthony, geht hier jetzt in den Strafraum? Anthony, 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 macht ihn nicht rein. Anthony hat ihn nochmal, aber der Ball wird wieder abgefälscht. City kann hier den Gegentreffer erstmal hier verhindern. Das wäre es jetzt gewesen, so eine Aktion. Und oh, der Ball von Alvarez ist gut. Doku, Doku, kann er sich da durchsetzen? Ja, Doku macht das stark. Doku macht das richtig stark hier. Der junge Belgier, jetzt auf dem Vormarsch. Versucht da noch weiter zu gehen. Doku nach wie vor hier im Ballbesitz. Luke Shaw versucht ranzukommen, kommt er nicht. Doku hat den und der hat natürlich auch die Zeit. Spielt den ganz ruhig nach hinten. Jetzt hier Mendes nochmal auf Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne hält den, ja. Foden. City spielt sich den gut hin und her, bis dann Harry Maguire den stoppen kann. Jetzt nochmal Anthony. Irgendwie muss es nochmal nach vorne gehen mit Geschwindigkeit. Irgendwie müssen wir es nochmal schaffen. Anthony jetzt hier. Und Anthony, kann er hier seinen Gegenspieler schlagen? Aber da sind zu viele City-Spieler. Das Foulspiel. Anthony, das Foulspiel. Foulspiel. Eine Minute haben wir jetzt noch. Eine Minute haben wir noch. Bruno Fernandes gibt den ab auf Mason Mount. Mason Mount, kommt er da irgendwie durch? Mason Mount mit dem Schuss, aber das gibt nochmal Ecke, das wird nichts. Das ist zu wenig Zeit leider. Der Ball, nein. Marcus Rashford nochmal, nein. Nein, nein, alles nein. Ederson. Es wird leider nichts mit dem ersten Titel in EA Sports FC. City war zu stark. City war leider zu stark. Ey, man kann stolz auf die Mannschaft sein, die ja wirklich eine geile Saison bisher spielt. In der Liga, wir sind in den Top 4, voll im Soll. Wir sind hier bis ins Finale gekommen, das ist top. Champions League sieht aus nach Viertelfinale. Im FA Cup ist alles möglich. Es ist eine geile Saison. Aber natürlich muss ich auch sagen, es ist trotzdem ernüchternd, dass wir wieder keinen Titel holen können. Dass wir am Ende dann eben kurz davor doch scheitern. Es wäre schon schön, wenn wir diese geile Saison irgendwie versilbern könnten. Irgendwas am Ende in der Hand halten, um zu sagen, ey, guck mal, das war eine geile Saison, in der haben wir auch das und das geholt.
Aber die Qualität, wir müssen halt natürlich innerhalb der nächsten Jahre einfach zusehen, dass wir natürlich auch den einen oder anderen Spieler verpflichten oder eben entwickeln, wie Meino und Co., die dann irgendwann vielleicht das Niveau von einem Kevin De Bruyne erreichen können oder natürlich von einem Erling Haaland und Co. Da ist einfach die individuelle Qualität bei City, die ist noch 1,5 Level mindestens höher als bei uns. Wir haben halt nicht diese Megastars. Glückwunsch an den Stadtrivalen. Ja, definitiv, wenn man über den Manchester, über die Nummer 1 in Manchester reden will, ist es momentan City seit gut einer Dekade. Ja, wir haben sogar mehr Schüsse gehabt. Wir haben einen höheren XG-Wert, mehr Spielanteile insgesamt, was Ballbesitzquote angeht, hat das City. Und wir müssen leider mit einer Niederlage dann hier aus der Folge gehen. Trotzdem mal gern euren Spieler der Folge in die Kommentare ballern, Leute. Schöne Road to the Finals hier, ne? Gegen die Wolves, gegen Leicester, gegen Aston Villa, gegen Arsenal. Aber im Finale hieß es dann Endstation Manchester City. Ja, aber hey, wir können weiter daran arbeiten, im nächsten Pokal voranzukommen gegen Celtic. Das machen wir dann entsprechend in der nächsten Folge. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotz der Niederlage gefallen. Euer Veloz meldet sich ab und bye bye.